Das Werk. Der alte Chinese hatte alle Zeit der Welt. Mit großem Getöse holte er den Schleim tief aus dem Schlund, sammelnd ein jegliches, was es in seinen geheimsten Speiseröhrenfaltungen zu sammeln gab, den Hals hinab bis ins Gekröse besuchte und befand er sich. Anschließend sog er sich die Atemwege frei, Nasenloch aufwärts übern Zungengrund nach innen streng den Blick gekehrt, bis er mit Eifer schmatzte, schnalzte, kaute, das große Ganze aus den Teilen formend. Und als er schmeckte, nach geraumer Weile, dass es gut war, nahm er sein Werk und warf es, ohne das Leibliche erst lang zu schürzen, warf's aus der Mitte seines Wesens hier direkt auf diese Gehsteigplatte hier, wo es prächtig aufklatschte. Sehr dick und wohlgeraten, eine runde Sache, gewaltig grün in seiner Art. Fast hätten sich die Hände mir gefaltet, fast hätte ich's gestreichelt. Dieses Werk oder auf andere Weise irgendwie gezeigt, dass ich an Wunder wieder fest gewillt zu glauben. So aber eilte ich ins Hutgeschäft, um wenigstens beim nächsten Mal gerüstet zu sein für solch einen Meister.